Kennst du das Gefühl, ständig einen aufgeblähten Bauch zu haben? Vielleicht achtest du bereits darauf, dich möglichst gesund zu ernähren, aber trotzdem möchte dieses Gefühl von einem aufgeblähten Bauch einfach nicht verschwinden. Das schränkt natürlich sehr stark im Alltag ein und führt häufig auch zu allgemeinem Unwohlsein. Deshalb schauen wir uns heute einmal an, wie du mögliche Ursachen erkennen kannst und somit das aufgeblähte Gefühl loswirst. Hi, für alle, die neu auf diesem Kanal sind, ich bin die Annika von Let's Do Fit und ich arbeite als Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und helfe Menschen rund um das Thema ganzheitliche Gesundheit, häufig auch bei dem Thema Gewichtsabnahme, weiter. Wenn das Themen sind, die dich interessieren, dann unterstütze mich hier gerne mit einem kostenlosen Abo und wir legen direkt los mit dem Thema. Um das Ganze aufzugliedern, schauen wir uns zunächst an, was du vermeiden solltest, was du vermehrt tun solltest und zum Schluss schauen wir uns ganz kurz auch noch ein paar einzelne Fälle bzw. mögliche Krankheitsbilder an. Das solltest du vermeiden. Auch wenn dir viele Punkte bereits vielleicht bekannt vorkommen, macht es definitiv Sinn, trotzdem dran zu bleiben und das eigene Essverhalten auch gerne einmal ehrlich zu reflektieren. Denn in der Zusammenarbeit mit Kunden, Kundinnen sehe ich sehr häufig, dass wenn, sage ich mal, die Grundlagen stimmen, wenn die Grundlagen eines gesunden Lebensstils, sage ich mal, passen, dass dann meistens die Blähungen, sage ich mal, in Anführungszeichen von alleine weggehen. Vor allem auf einen Zuckerkonsum und auch auf das Thema Transfette ist besonders zu achten. Zucker beeinflusst die Darmbakterien sehr, sehr negativ. Es kann zu einer Veränderung der Darmschleimhaut kommen und bis hin zu einer Darmentzündung. Vor allem auch Transfette und in der Kombination mit Zucker sollten sehr stark reduziert werden. Gehärtete Fette sind vor allem in hochverarbeiteten Lebensmitteln häufig enthalten. Das Problem ist, dass es hierbei auch zu einem Ungleichgewicht von den guten zu den schlechten Darmbakterien führen kann. Auch unbewusstes Essen, das heißt zum Beispiel während dem Arbeiten, während dem Laufen oder bei einem Filmeabend etc., hat häufig die Folge, dass wir weniger kauen. Dadurch muss natürlich der Verdauungstrakt mehr arbeiten und den Speisebrei verarbeiten. Aber auch häufiges Essen, das heißt häufiges Snacken, das heißt, wenn man vielleicht über den Tag 5-mal, 6-mal oder mehr isst, dann muss natürlich auch unser Verdauungstrakt stetig arbeiten. Gegen den Filmeabend mit Snacks oder so ist natürlich nichts einzuwenden, das sollte natürlich aber alles in Maßen sein. Darauf solltest du vermehrt achten. Für unsere Verdauung ist vor allem eine gemüsereiche, eine ballaststoffreiche Ernährung sehr, sehr wichtig. Und du kannst gerne auch mal für dich reflektieren, wie viel Gemüse du, wenn du mal ganz ehrlich bist, am Tag denn eigentlich konsumiert. Denn der durchschnittliche Deutsche isst tendenziell viel, viel, viel zu wenig Gemüse. Man kann grob sagen, dass Gemüse mit dem größten Teil in einem Teller ausmachen sollte. Das heißt, geh hier gerne mal die Mahlzeiten durch, Frühstück, Mittag, Abend, vielleicht snackst du, sage ich mal, zwischendurch noch etwas und dann kannst du gerne mal für dich reflektieren, wie viel Gemüse da dann ganz ehrlich dabei ist. Aber auch neben Gemüse sind weitere Ballaststoffquellen sehr, sehr wichtig, denn diese füttern unsere Darmbakterien, die gesunden Darmbakterien. Auch die tägliche Bewegung, ich rede nicht explizit von Sport, obwohl das auch ein sehr wichtiges Thema ist, ist sehr, sehr wichtig für die Verdauung. Denn nicht nur unser Körper wird bewegt, sondern auch unser Verdauungstrakt, unsere Verdauungsorgane bewegen sich, was dann wiederum die Verdauung fördert. Wasser, ungesüßte Tees und so weiter sind sehr wichtig, dass der Speisebrei gut vermengt werden kann und verdaut werden kann. Vor allem, wenn wir darauf achten, möglichst viele Ballaststoffe zu essen, haben wir zudem noch einen höheren Bedarf an Wasser, an Flüssigkeit, denn Ballaststoffe haben eine quellende Wirkung. Man kann auch Gemüse, je nachdem, wie man das Gemüse zubereitet, in dem Wassergehalt mitrechnen. Zum Beispiel Gurken haben sehr viel Wasser enthalten. Wenn wir allerdings zum Beispiel Ofengemüse zubereiten, dann geht leider hierbei sehr viel Wasser und leider dann auch Nährstoffe verloren. Fermentierte Lebensmittel sind eine super Möglichkeit, um die Vielfalt der gesunden Darmbakterien zu steigern. Leider muss man sagen, dass eigentlich fermentierte Lebensmittel wie zum Beispiel Joghurt, Sauerkraut etc. häufig industriell verarbeitet werden und somit auch nicht mehr fermentiert sind. Das hat einfach den Hintergrund, dass sie somit besser gelagert werden können. Vielleicht hast du im Biomarkt Glück, also einfach gerne hinten auf die Nährwerttabelle schauen, beziehungsweise auf die Inhaltsstoffe schauen, auf die Zubereitungsmethode schauen und dann kriegt man das relativ schnell raus. Ansonsten greife ich persönlich zum Beispiel sehr gerne zu Tempeh zurück.
also ein fermentiertes Sojaprodukt. Hört sich jetzt ein bisschen eklig an, schmeckt aber ziemlich, ziemlich lecker. Auch Bitterstoffe wie zum Beispiel bitteres Gemüse oder Kräutertees wirken sehr positiv für die Verdauung. Wenn das blähende Gefühl trotz den Grundlagen, sage ich mal, nicht besser wird, dann macht es definitiv Sinn, die Ursachen genauer zu untersuchen. Mögliche Ursache Nummer 1 wäre Unverträglichkeiten und Allergien. Je nachdem, wie stark die Blähungen sind und ob es gegebenenfalls noch weitere Symptome gibt, kann es zum Beispiel Sinn machen, zuerst ein Ernährungstagebuch zu führen. Das heißt, man macht ein kleines Protokoll und schreibt ganz genau auf, wann man etwas isst, was man isst, zu welcher Uhrzeit man etwas isst und wann das blähende Gefühl auftritt. Dann kann man gezielt bestimmte Lebensmittelgruppen mal eliminieren und schauen, ob das Ganze sich verbessert, ob das blähende Gefühl weggeht. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man diese Lebensmittelgruppe wieder einbauen und eine andere Lebensmittelgruppe weglassen. Das kann man dann nach und nach machen, bis man einige Lebensmittelgruppen durchgegangen ist und somit kann man dann häufig die Ursache für die Blähungen feststellen. Wenn die Symptome allerdings sehr, sehr stark sind oder man bei dem Ernährungsprotokoll nichts herausgefunden hat, dann kann es auch sehr, sehr sinnvoll sein, das Ganze mal untersuchen zu lassen mit einem Unverträglichkeitstest zum Beispiel und vielleicht auch gegebenenfalls mit einem Allergietest. Mögliche Ursache Nummer 2 ist eine Dünndarmfehlbesiedlung. Von einer Dünndarmfehlbesiedlung spricht man, wenn sich Bakterien aus dem Dickdarm bereits im Dünndarm ansiedeln. Diese haben verschiedene Aufgaben und meistens erkennt man das mit Symptomen wie zum Beispiel auch Blähungen. Das Ganze kann man erkennen, wenn man sich beim Arzt untersuchen lässt und hierbei werden auch häufig Atemtests eingesetzt. Mögliche Ursache Nummer 3 wäre ein Magensäuremangel. Der Körper, ein gesunder Körper, stellt täglich etwa 3 Liter Magensäure her. Die Salzsäure zersetzt die Nahrung und die Nahrungsenzyme spalten die Eiweiße. Auch werden durch die Säure Bakterien abgetötet. Wenn wir einen Magensäuremangel haben, dann kann natürlich die Magensäure die Aufgaben nicht mehr so gut nachgehen, was dann häufig auch Symptome wie zum Beispiel Blähungen auslöst. Das Ganze kann man auch bei einem Arzt untersuchen lassen. Schreib mir gerne in die Kommentare, welche Themen dich interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleib gesund, tu was dafür. Bis dann, deine Annika.